Das St. Galler Rheintal liegt eingebettet zwischen den Kantonen Appenzell-Ausser und Innerrhoden, dem österreichischen Vorarlberg und dem Fürstentum Liechtenstein. Ein Gebiet geprägt von Landwirtschaft und Industrie. Der Ausländeranteil beträgt durchschnittlich 25,5%. Das entspricht rund 17.000 Personen. Die Fachstelle Integration St. Galler Rheintal hat das Ziel, diese Personen bei der Integration in Gemeinden, Vereinen und Beruf zu unterstützen. Wir bieten ein breites Maßnahmenpaket an, erwarten aber auch Mitwirkung und Integrationsbereitschaft. Wir setzen also, kurz gesagt, auf die beiden Pfeiler fordern und fördern. Speziell ist sicher der Einbezug der Wirtschaft im Rheintal. Bei uns ist auch der Arbeitgeberverband Rheintal mit in der Trägerschaft eingebunden. Und das ist wertvoll, wenn es darum geht, auch Integration am Arbeitsplatz zu fördern. Wir haben drei Schwerpunkte, die wir hauptsächlich angehen. Das ist Information und Beratung, das ist Bildung und Arbeit und das ist die soziale Integration. Unter Information und Beratung haben wir die Informationsstellen. Die Informationsstellen teilen sich auf, einerseits in die offene Sprechstunde und in Begrüßungsgespräche. Die offene Sprechstunde ist dazu da, dass man Leute, die niederschwellige Probleme haben, dass man die berät und bei Bedarf weiterleitet zu entsprechenden Fachleuten, Fachstellen. Dann haben wir Schlüsselpersonen. Schlüsselpersonen ist wie eine Brücke, ein Schlüssel zwischen der einheimischen und der zugezogenen Bevölkerung. Sie sind sowohl gut vernetzt bei der zugezogenen Bevölkerung, wie aber auch bei der Schweizer Bevölkerung und helfen somit uns wie auch den Zugezogenen, sich besser zu integrieren, zusammenzukommen. Bildung und Arbeit, da ist vor allem Deutschlernen ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind natürlich sehr froh, dass wir die Unterstützung der 12 Gemeinden haben und mit der Zusammenarbeit mit dem Verein St. Galler Rheintal haben wir die Verknüpfungen, haben wir die Verbindungen zu den Gemeinden. Der Kontakt wird dadurch sehr viel einfacher und ganz wichtig auch, wir haben die Verbindung zum Wirtschaftsverband, zum Arbeitgeberverband und können somit eigentlich auch Industrien, Firmen anschreiben und die dazu bewegen, auch etwas für die Integration zu tun. Und zum Schluss noch Verständigung und soziale Integration. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Bevölkerungsschichten, vor allem auch mit Frauen, denn Frauen aus ausländischen Bevölkerungsschichten, die haben es nicht immer so einfach, aus dem Haus zu kommen. Und da haben wir zum Beispiel das Frauencafé. Hier in Altstetten haben wir jetzt seit Februar das internationale Frauencafé aufgebaut und es wird von einer Koordinatorin geleitet und jeden zweiten Dienstagabend findet das jetzt statt. Geplant sind solche internationalen Frauencafés auch in anderen Gemeinden. Das nächste wird voraussichtlich in der Region Herbruck aufgebaut. Daneben gibt es auch noch jährlich das Frauenfest, das in Wittnau diesen Januar wieder war und auch fürs nächste Jahr wieder geplant ist. Ich denke, wir sind im Großen und Ganzen auf dem richtigen Weg. Wir werden verschiedene Maßnahmen und Gefäße natürlich evaluieren am Schluss der Pilotphase. Dann werden wir auch entscheiden, wo haben wir Erfolg gehabt, wo haben wir weniger Erfolg gehabt. Und diejenigen Bereiche, die erfolgversprechend sind, werden wir sicher weiterführen.